Herzlich willkommen, liebe Leute, zum neuen Part von Let's Play Mario Kart Wii. Wir machen heute noch den letzten uns fehlenden Cup Sprint. Langsam neigt sich der ganze Spaß dem Ende zu. Ein Grand Prix fehlt uns aber noch. Den machen wir in Uppsala 50 CCR Modus. Nehmen jetzt tatsächlich mal Baby Peach, einfach damit wir die auch mal genommen haben. Oh Gott, das ist dann alles so richtig mess. Nehmen mal das hier. Hier machen wir Automatik und wir machen den Blitz Cup. Der letzte, den noch, den hatten wir doch schon, oder? Nee. Den hatten wir das letzte Mal gehabt mit dem Regenbogen Boulevard, dem Special Cup, und heute kommt der Blitz Cup. Der letzte, der uns noch fehlt. Let's go. Ich bin gespannt, wie es wird. Ja, ist ja dann nicht mehr viel, haben wir es durch. Kommt aber noch so weitere Parte morgen, die aus dem letzten Mal Parte sind, wo ich einmal nur mit Freunden spiele. Einmal Normalversion rennen, einmal mit dem im 100er, 50er Hubraum. Darauf konntest du uns freuen. So, aber ich muss bis jetzt, Digga, der Betrug ist jetzt dazu mal da. Obwohl wir halt wirklich, man muss es geben, nur im 50er CC Hubraum rumfahren. 50er! Eigentlich sollte man 50er Raum ganz vorne rumsegeln und kein Gegner sollte anderen irgendwie in der Nähe sein. Aber das ist hier halt offensichtlich nicht so. Was ist das für ein Kito, der die Leute hier rostet? Das ist mir neu. Ich hab da 50er Raum ausgewählt und ich warte mal ganz kurz, ich muss den Capture Card Sound ein ganz kleines bisschen runterdrehen. Nimm es auf das. So. Aber das ist doch neu, dass da einer halt so übelst hart hier roastet. Digga, das ist halt nicht mal feierlich. Das ist halt überhaupt nicht mal feierlich. Aber moin. So. Und ich spiele mich, falls im Mikrofon Settings wieder nicht so geil sind wie sonst immer. Wie gesagt, ich nehme das jetzt nach meinen 6 Stunden Geburtstagsstream auf. Bin hier gerade noch fertig, weil ich viel zu wenig geschlafen habe. Aber vor allem halt habe ich die Soundeinstellungen, Settings, whatever, noch nicht ganz so zurückgestellt, wie ich die vielleicht haben müsste. Hashtag, I'm sorry for this. Wird bis zum nächsten Part aber auch besser. Und dann haust du mal was einstellen, was eingestellt. Lass aber die erste Runde hier, ist allerdings abgesehen von dem ganzen Kampf hier, Krampf hier am Anfang, jetzt wieder relativ in Ordnung. Ja, nee, Miss Cooper jetzt kurz vom Ende noch wiederholt. Digga, ich bin hier doch. Ich habe ja nicht mal so eine lange Kurve genommen hier. Das nervt mir jetzt wieder Tieres hier. Und ich will jetzt nicht wieder den Betrug raushicken, aber Betrug ist so hart da. Digga, wie diese eine Queen Shell so ein Millimeter an mir gerade vorbeigeflogen ist. Aber wirklich so ein Millimeter. Hast du es alles ergeben, Alter? Millimeter. Ja, moin. So, die ist ganz cool. Die habe ich neulich in meinem Versorennen so gespielt. Peach Lost Garden, die ist ein bisschen verwirrend, aber auch sehr cool an sich. Die erinnert einen so an. Es erinnert mich an so ein Schloss, was bei mir in der Nähe ist, wo ich öfters mal spazieren gehe. Am Wochenende zusammen mit meinen Eltern, Großeltern. Da erinnert mich ein bisschen irgendwie die Map so, das ist lustig. Es hat eine schöne Schlossanlage hier. Die übrigens sehr verwirrend ist an manchen Stellen. Deshalb bitte nicht wundern, falls ich an manchen Stellen ein bisschen verwirrt bin und ich weiß, wo es eigentlich hin müsste. Man sollte übrigens nicht an den Ketten und drankommen, sonst hat man ein kleines Problemchen. Den am besten
weitestgehend ausweisen. Sonst hat man ein kleines Problemchen. So, ja, herzlichen Dank dafür. Ich weiß, ich klinge noch müde. Ja, alles klar. Digga, das ist doch der reinste Betrug hier. Wie zum... So, nach 10.000 Jahren werde ich auch mal wieder groß hier. Das ist ein fast so krass Betrug wie Mario Kart 7 mit den ganzen Hackern, aber nur fast. Weil das ist echt nochmal eine neue, weitere, größere Kappe an Betrug. So. Gut, gut, gut. So, by the way, heute, wenn ihr das Video seht, ist der 3.2. Da ist ja auch Super Bowl. Ich weiß nicht, ob es einer verfolgt, NFL, American Football, ist ja das Sportevent des Jahres. Kann man kaum mit einer WM oder EM-Finale vergleichen, das ist einfach krasser. American Football ist ja dieses mit diesem Footballball, mit diesem Eierball da, sag ich mal. Kennt ihr vielleicht? NFL, ran NFL vielleicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ihr diesen American Sport verfolgt und da ist eben das Super Bowl das Finale. Und das ist das Sport eigentlich des Jahres, was jeder anschaut, ist in Amerika sogar Feiertag, der Superballtag. Kleiner Spoiler am Rande. Zumindest so ein für viele Leute Feiertag, dieser American Football Sonntag nennt sich der. Und ist als großer American Football Fan, werde ich natürlich auch anschauen, den Super Bowl, auch wenn er bei uns zu Lande irgendwie um 1 Uhr Nacht oder so erst losgeht. Ist trotzdem einfach das Event des Jahres und das wird geschaut. In Amerika ist es halt schon abends, irgendwie 6 Uhr abends oder so. Das ist alles kein so großes Ding. Bei uns ist halt dann wegen Zeitverschiebung einfach so ein 1 Uhr nachts oder so. Joa. Herzlichen Dank, Baby Mario, für den Panzer hier. Hier ist ja Battle zwischen Peach. Baby, hier ist ein Baby Mario. Das kann aber nicht wahr sein. Immer diese kleinen Kinder, die hier Krieg spielen wollen, müssen, dürfen, whatever. So, deshalb bleibe ich immer die ganze Nacht wache. Also morgen am Montag bin ich definitiv so hart rap. Es ist nicht mehr feierlich. Deshalb habe ich auch geschaut, dass ich genug vorproduziert habe vom Montag. Weil sonst würde ich den Montag definitiv nicht überleben. Kleiner Spoiler. Ja, dazu. So, wunderbar. Das war das weitere Unsinn. So. Dann jetzt noch weiter mit dem nächsten Rennen. Boah. Also heute gefühlt mit mir nichts angefangen, ne? Ich bin nach dem Stream, waren das ungefähr 3-4 Uhr oder so, mal da ins Bett gegangen sind. Die ist cool, die kann ich noch nicht richtig, aber die ist cool. Ich habe bis 1 Uhr geschlafen ungefähr, mit kurzen Unterbrechungen, die meine Freunde gegangen sind. Ich habe dann so bis 1 Uhr weiter geschlafen ungefähr. Habe es dann gegen 2 erst vor Mittag gegessen. War dann mein Hund draußen, also es darf jetzt haben wir es 18 Uhr zum Aufnahmezeitpunkt. Also ich habe eigentlich nichts gemacht, hat mich auch gleich zum Hinlegen, bis mein Freund kommt, damit ich halt irgendwie durchhalten kann im Super Bowl. Ja, Alter, diese Map hier kann ich mir schon null erinnern, also wirklich null. Also die sieht übelst innovativ und cool und nice aus. Aber erinnern kann ich mich an diese Map einfach nicht. Und wie sieht es auch übelst anstrengend aus, keine Ahnung. Welche die Monster relativ einfach, man zu sehen hat, sondern an sich schon so richtig anstrengend aus, so sage ich mal. Oder man landet irgendwo im schönen Gras und wird vom Steinblock gerade so nicht überrollt wegen Bug. As it happens always. Let's say it like this. Und da war Abgrund. Aber man hätte da theoretisch, wenn man es nicht gerade so sehr, ja, hätte es das Geld abkürzen können. Das ist halt so eine Bergabfahrt, Alter. Das sieht sehr grafisch mal richtig geil aus, wie die Verhältnisse. Jetzt mal No-Soak. Digga.
übelst nice hier. Komm, Baby Beats, nicht in die Bananen vom Wario reinfahren. Du willst ja nicht, dass Wario hier irgendwas gewinnt. Wir wollen dieses gewinnen, so sieht's aus. Und auf Wiedersehen. Oh nein. Jetzt fahrst du auch noch rein, weil ich weiß, dass es so ein Fake-Ding ist. Man erkennt's ja wenigstens hier auf der Wii. Auf den, ich glaube, DS war es früher, hat man das halt einfach nie erkannt. Joa, war dann dem Espresso auch so dufte, bam, da wurde ja Tierrad drangenommen. Da gibt es noch kleine Blocken, aber die machen mich sind auch total heftig viel zu haben. Nein, ich wollte nicht so rüber, das auf die andere Seite, das ging doch mal. Wenn man halt Skill hat, wenn nicht, glaube ich, geht's nicht, keine Ahnung. Ja, genau, was kommt denn hier? Ja, genau! Digga! Was trifft mich denn noch alles? Joa! Nee! Bruder muss los! Bruder muss so hart los! Digga, das ist einfach nur Betrug! Betrug ist das hier, Alter! Wenn das jetzt letzte Runde gewesen wäre, ist, hätte jetzt wieder so hart geraced. So sind wir den Raids noch ein. Ah, come on! Ein kleines bisschen davon geblieben, aber nicht wirklich weit, weil ich jetzt schon wieder, falls das noch keinem aufgefallen ist. Ja. Also es ist noch hier Sustan Kritis. Ja, hier, da sind wieder das ist ein bescheuertes Fragezeichen Ding liegt dieser. So, es gibt aber Mega Monster Boost und auch nichts. So, ich tue wieder so ein kleines Kind Steine werfen. Ich weiß, ich kenne auch diese Kinder, die da irgendwo am Straßenrand stehen und immer so Steine werfen auf Passanten. So sieht das hier aus. Oh oh, das hätte beinahe eine hohe und ist fallen wieder hier runter. Man glaubt das nicht. Er wollte es einmal souverän sagen, nee, David, du fällst hier nicht runter, aber das wäre halt auch so viel verlangt. Aber wenigstens bin ich direkt zur fünften Platz katapultiert, nur weil man da runterfällt. Weil man da sogar schneller ist mit Lucky 2 und sie hat gar nichts, ne? So, Kurse gehen raus an den zweiten. Oder so ähnliches. Yeah, yeah. Gut, also dann doch noch gerest geändert hier der ganze Spaß. Sonst wäre es aber auch hart ausgerastet, weil ganz ehrlich, alles andere wäre nicht feierlich gewesen. So, dann geht's mal auf ins letzte Rennen, was uns hier noch fehlt. N64 Bowsers Festung, das ist halt so eine Arschtacke von mir. Schön, dass die das letzte Rennen werden verkacken. Also das ist so eine, so dort scheiße ist hier. Also ich kann das immer auf Raids anstellen und Betrug und ätzend und halt das volle Mario Kart wie parkiert so gut wird's gesagt in der letzten Runde. Ja, aber volle Dröhnung, Wii Sports, sag ich vor allem. So, wieso fahren die in diese komische rum? Wii Sports wird, ja genau. Wii Sports wird übrigens auch bald displayed, könnt ihr euch noch freuen. Weil ich gerade angepresst habe, es viele gewünscht, kommt bald. Ich dachte, diese Wumpsblöcke hier, die fallen immer nur runter. Und nicht irgendwie noch, dass die links oder rechts da oben unten irgendwie entlang gehen. Das ist mir neu. So, hoffentlich fährt hier mal jemand rein hier. Ah, gut, dass das mich nicht trifft hier. Sonst wäre es wieder ausgerastet wie sonst was. Das glaube ich auch irgendwie auch so eine Strecke, die durchaus mal länger dauert. Fahr doch, du dummes Stück. Deshalb keine Ahnung, wo wir jetzt hin müssen. Hier hoffentlich ist es nicht. Wo soll man es wissen? Man sieht es nicht kommen. Man sieht es da nicht. Das ist doch einfach nur reiner Betrug. Lächerlich. Lächerlich. Oh, ich bin auch so saumüde gerade. Deshalb ist es.
Ich bin im Part sogar so müde, um richtig zu rätseln. Sonst hätte ich ein 1 bis 2 Stealth und so hart gerätzt hier heute. Und da noch irgendwie den ganzen Super Bowl. Er ist doch vor mir, also. Joa. Digga, es wird morgen so heiß und hoch sein, wenn ich in Schule. Das war gerade knapp hier. Ja, mal wieder eine erste Bombe. Wenn ich besser tun, aber hört doch einfach mal, wie viele erste Bomben es sind. Auf der Zeit und ich fahre mein eigenes Ding. Kann wieder das wahr sein. Natürlich sieht das jetzt wieder genau an die Zeitstelle. Das ist doch hier Betrug von mir selbst. Hier kann man das gut anstellen, Leute ganz gut runter ja, werfen, zupsen, whatever. Die dann einfach weg sind und dann aber nicht mal wiederkommen. Das ist natürlich so praktisch sowas. Hier kann ich jetzt einfach auf der Seite bleiben. Dann ist man sicher. Aber muss es mal geben, das ist erst die zweite von 3 Runden. Also das ist wirklich hier eine, well, let's call it, eher mal längere Geschichte hier. So, oh, da ist gleich einer reingefahren. Ist ja wunderbar platziert. Und mal wieder eine erste Bombe, weil es noch nicht schön genug war. Und auch noch ein Panzer hinten reingerammt, weil es noch nicht schön genug ist. Ja, supi, was kommt doch alles? Vielleicht bin ich doch nicht schön wieder. Und der Block springt auch noch auf Mist drauf. Detektiv Sherlock ermittelt Betrug. So, hart ver... Ja, es kommt auch noch so ein Bums hier. Und dann überrollt der mich ja auch noch fast. Ja. Normal hier. Hashtag, was auch sonst. So. Hoffentlich fährt hier einer rein. Bam, große gehen raus. Danke dafür. So. Ihr seht schon. Alles nicht so einfach. Ja, haha, und wieder eine nächste erste Bombe. Ich pack's nicht mehr. Ja, jetzt wird mich dann natürlich auch der Mario hier und Cooper oder Mario, whoever es ist. So, boah. Ich meine, es waren allein halt in dieser Strecke hier locker so ein 3 erste Bombe. Wäre es nicht erster geworden, ich hätte jetzt so hart den Raids-Mode ausgepackt, das wäre nicht mehr feierlich gewesen. Weil es ja wirklich nicht mehr feierlich ist. So, liebe Leute, das war's mit dem Part. Mario Kart, wie? Wie gesagt, ein Part mache ich noch, in dem ich einfach ein bisschen so zeige. In dem ich halt auch mit meinen Freunden so ein paar Verso-Rennen spielen. Einen werde ich halt auch im Monat 15 Hubraum machen. Mehr wird es nicht mal geben, ein bisschen LP. Mehr das im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Und ciao!